Seid gegrüßt zusammen und herzlich willkommen zur 48. Folge vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 Singleplayer mit mir, auch im Jürgen Rieser. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir fahren durch Frankreich. Und zwar hier von Bourgogne, oder das. Ich entschuldige mich wegen der Aussprache, ich kann die ausländischen Städte nicht richtig aussprechen. Dann fahren wir hier entlang, dann hier, dann bis nach hier, nach Bourgogne. Von 803 Kilometer, wir liefern 13 Tonnen leere Weinflaschen aus. Wir fahren durch die Nacht in den Tag. Und unser Fahrzeug ist der Renault Premium Normal Wuff mit 380 PS. Fahrzeit dauert zwischen 30 bis 45 Minuten. Wir fahren jetzt auch direkt los und ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Probewürfe machen, um uns einzuspielen.
12 Holz besser als ich gewesen. Dann 544 gespielt. Aber vom ersten und vom zweiten Mal habe ich mein Pistol das gleiche Endergebnis gehabt von 1066. Von beiden Bezirkspokalen. Letztes Heimspiel der Saison gehabt gegen Waldrems. Die haben wir mit besiegt mit 7:1 Punkten und mit knapp 240 Holz Vorsprung. Und ich weiß nicht, glaube ich, zwischen 230 und 240 Holz haben wir gewonnen. Und ja, das habe ich auch wirklich unter uns auch sehr glücklich gemacht, dass wir den Titel geholt haben. Ich war der zweitbeste gewesen von der Gruppe mit 522 Punkten. Also ich war ein Holz besser als mein Cousin, der hat 521 gespielt.
meinem Kanal kein LSPDFR kommen, sondern vielleicht das normale GTA AP. Ich weiß halt noch nicht auf welchem Server, weil man braucht da halt Streaming-Lizenz und das habe ich ja nur auf unserem Server bei Timelife-V. Aber das sind ja auch gerade Serverarbeiten. Mein einer Moderator, der mir den Discord-Server geschenkt hat, ist ja der Owner dort. Also dem gehört der Server. Ich habe damals eine Streaming-Lizenz bekommen. Aber ich hoffe, dass ihr nicht durcheinander gekommen seid wegen der Zeitumstellung. Jetzt haben wir ja wieder Sommerzeit. Das heißt, wenn ihr morgens aufsteht, ist draußen hell und es bleibt ja auch eine Stunde länger noch hell draußen. Also am Abend.
ich dann für euch die zwei Durchgänge vom längeren 120er Wurfmodus aufnehmen. Um 17 Uhr kommen die Jungs zum Training am Abend. Konnte mein Cousin vor, dort zu kommen. Hat er gesagt, am Samstag. Dann bestreiten wir unser WM unser Duell gegeneinander, wer für uns im Training besser ist. Aber wir müssen trainieren für den Betriebssport. Da ist er jetzt noch dreimal. Und zwar am 1. April, am 15. April und am 22. April.
runtergegangen sind. Ne? Das hätte aber noch locker gereicht zum Durchfahren. Trotzdem habe ich 36% Schaden im LKW. Dieser blöden Schranke, mein Gott.
geändert von 920 Grad auf 2520, also wir können es mehr lenken. Ihr merkt es ja eh. Was komisch ist, bei mir haben sie für heute oder für Deutschland oder wann wurde es jetzt Schneeregenschauer vorhergesagt. Aber was ist bei mir scheint draußen die Sonne mit Sonne und Wolken. Thank you.
2 ja noch zu Ende fahren. Da hatten wir alles ein Stoppschild. Thank you.
meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese chaotische Folge gefallen hat und euch mein Kanal gefällt, lasst gerne mein kostenloses Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auch gerne auch schon wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne Fragen, Wünsche oder Wünsche gerne in die Kommentare. Folgt mir auch gerne auf Instagram und Discord. Links dazu findet ihr wie immer in der Kanalinfo. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, baut gemäß und bis zum nächsten Mal. Euer Julian Rieser. Tschüss.